Universitätsklinikum kommen neue wissenschaftliche Erkenntnisse quasi direkt den Patienten und Patientinnen zugute. From bench to bedside eben. Um wissenschaftliche Forschung bestmöglich umzusetzen und nachhaltig zu gestalten, gibt es an der Medizinischen Universität Innsbruck seit 2011 die Möglichkeit, im Studiengang Clinical PhD Forschung im klinischen Umfeld zu betreiben und die wissenschaftliche Karriere fortzusetzen. Das Programm Clinical PhD ist ein berufsbegleitendes Doktoratsstudium, das nur von Absolventen und Absolventinnen des Human- oder Zahnmedizinstudiums belegt werden kann. Nehmen wir zum Beispiel das Programm Applied Morphology and Regeneration, eines von 6 Programmen, das angeboten wird. Hier arbeiten das Institut für klinisch-funktionelle Anatomie und die Universitätsklinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, aber auch andere Unikliniken, wie zum Beispiel die Hautklinik, eng zusammen. Das Institut und die Universitätsklinik sind nur wenige Meter auseinander. Und auf die Anatomie gehen wir jetzt und sprechen mit dem Leiter des Programms. Grüß Gott, Herr Professor Konczake. Grüß Gott. Können Sie uns ein bisschen was über Ihr Programm erzählen? Wie sieht zum Beispiel so eine Dissertationsarbeit bei Ihnen aus? So, AMR steht für Applied Morphology and Regeneration. Also das ist ein Programm, wo man sich mit angewandter Morphologie sozusagen beschäftigt. Vielleicht ein kurzes Beispiel, wir haben eine Studierende, die gerade aus dem klinischen Alltag sozusagen auch oder in Zusammenschau mit der Klinik auch Wissenschaft erlernen möchte oder ein wissenschaftliches Thema bearbeiten möchte. Die möchte ein Thema mit peripheren Nerven machen, ist eine Studierende von der Klinik, die eben probiert, gemeinsam mit uns dem klinischen Alltag und Wissenschaft zu erarbeiten. Die schaut sich an, wie schaut eine Mikrozirkulation aus, zum Beispiel von großen peripheren Nerven, das im Rahmen zu Kompressionssyndromen. Dabei verwendet sie unterschiedliche Methoden von Makroskopie im Seziersaal, Bildgebung, Ultraschall zum Beispiel, aber auch Labormethoden, immunhistochemische Methoden etc. Und das alles unter einem Hut zu bringen während der klinischen Tätigkeit, das ist eine Herausforderung, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Dieses ist also eines von 6 Programmen, die insgesamt angeboten werden. Sie sind für Forscher und Forscherinnen aus den unterschiedlichsten klinischen und präklinischen Bereichen konzipiert und orientieren sich im Wesentlichen an den Forschungsschwerpunkten der Medizinischen Universität Innsbruck. Darüber hinaus gibt es noch das Clinical Cancer Research Program, Clinical Neurosciences, Cardiovascular Medicine, Intensive Care and Emergency Medicine und das Clinical Imaging Sciences Program. Ich zum Beispiel belege das Clinical Cancer Research Program. Das bedeutet, dass ich neben meiner klinischen Aktivität auch viel Zeit im Labor verbringe. Als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin hat man es per se schon nicht ganz einfach. Gleichzeitig noch eine forschungsgeleitete akademische Karriere zu starten, ist sicherlich eine doppelte Belastung. Das braucht viel Mut, Motivation, Ausdauer, viel Geduld, Freude an der Arbeit im Team und Freude an der Innovation. Und es lohnt sich, auf alle Fälle.